Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen. Ich bin heute zu Gast bei Andrea Watz-König in ihrem Lokal im Deli Blüm im 8. Wiener Gemeindebezirk. Bei der Andrea wird rein pflanzlich und biologisch gekocht. Und Andrea Watz-König ist eine Quereinsteigerin. Sie war viele Jahre lang Bankmanagerin. Dort haben wir einander auch kennengelernt. Und seit 5 Jahren ist sie nun schon Gastronomin. Aber nicht nur das, sie engagiert sich auch für bewusste Ernährung von Kindern und berät auch Gastronomen zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sitzen heute hier in einem kleinen Nebenzimmer zum Gastraum, eigentlich im Kinderzimmer, wo sich normalerweise die Kleinen tummeln, damit wir auch in Ruhe miteinander sprechen können und über die vielen Betätigungsfelder von der Andrea und ihrer Motivation dahinter sprechen können. Andrea, ich sage danke, dass ich heute bei dir sein darf und möchte eigentlich gleich starten. Eine Frage wahrscheinlich, die du schon oft gehört hast. Was hat dich eigentlich motiviert, so eine erfolgreiche Bankkarriere zu beenden, um in die Gastronomie einzusteigen? Ja, hallo Isi. Ich freue mich wahnsinnig, dich wieder zu sehen nach irgendwo langer Zeit und dass wir uns in einem ganz anderen Setting und Kleid sozusagen wieder begegnen. Macht viel Spaß. Wie soll ich sagen, es war eigentlich die Veränderung in mir selbst nicht so eine große, wie wahrscheinlich sie von außen gewirkt hat, weil der Gedanke, dass ich irgendwann einmal selbstständig arbeiten möchte, den gab's immer, den gab's lange, bevor ich in die Bank gegangen bin. Und die Bank ist mir eigentlich mehr passiert. Die Bank ist mir passiert, weil ich halt nach der Uni mir gedacht habe, na, in welche Firma gehe ich? Ich habe noch viel zu lernen. Gleich Selbstständigkeit habe ich mir damals nicht zugetraut, habe auch noch nicht genau so recht gewusst, was das sein könnte, mit dem ich mich selbstständig machen wollte. Aber ich habe meine Diplomarbeit schon geschrieben an der Uni über Nachhaltigkeit. Das war im Jahr 1994. Das war kurz nach der ersten Klimakonferenz in Rio. Mhm. Wo die Gro Brundtland, norwegische Premierministerin, die war damals verantwortlich für diese Klimakonferenz, geprägt hat den Begriff der Nachhaltigkeit, der aus der Forstwirtschaft kommt, wo man eben sagt, man entnimmt nicht mehr als notwendig, um sicherzustellen, dass genug nachwächst für die nächste Generation. Mhm. Und dieser Begriff, der hat mir damals schon als ganz junge Frau absolut eingeleuchtet und ich fand diese Konferenz in Rio hochspannend und interessant und habe mich dann weiter beschäftigt mit Club of Rome und es ist eigentlich erschütternd, wie lange es braucht, bis diese Themen jetzt endlich aufs Tapet kommen. Wie ich mit 22, 23 in diesem Bereich arbeiten wollte, tätig werden wollte, gab's wenige Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe mir verschiedene Dinge angeschaut und in die Bank bin ich dann eigentlich gegangen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist die Bank schon ein guter Ort, um bestimmte Werkzeuge kennenzulernen, um zu sagen, wie beurteile ich denn ein Projekt, wie beurteile ich denn Wirtschaft? Und das muss ich auch sagen, das sehe ich auch heute noch als ein total interessantes Asset und ich habe dort viel gelernt und es gibt auch Banken, die durchaus sinnvoll arbeiten, die durchaus mit einem gewissen moralischen Anspruch arbeiten. Bei so einer Bank durfte ich lernen. Da war es ganz klar, dass bestimmte Geschäfte einfach nicht gemacht werden. Mhm. Jetzt könnte man sagen, naja, die wollten nur nicht in der Zeitung stehen. Aber da war noch ein bisschen mehr. Da war schon auch so ein Gefühl von die Vorgesetzten, die ich damals hatte, da gab es schon sowas wie Moral und Ethik, ja, so abgedroschen, dass jetzt vielleicht klingen mag. Und dann bin ich einfach viel länger in der Bank geblieben, als ich jemals mir vorgenommen hätte, weil mir der Job wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und weil es schön war, weil es leicht ging. Ich habe auch gut verdient und ich konnte nur von einem Tag auf den anderen irgendwann dort auch nicht mehr weiterarbeiten, weil ich gemerkt habe, ich beginne mich selber zu verlieren und
der, wer ich bin. Und irgendwann stand ich im Aufzug und habe in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, wer ist denn das eigentlich? Und habe mich selber nicht mehr erkannt. Und da gab es halt ein ganzes Mosaik, wie es wahrscheinlich bei den meisten Menschen so ist. Es ist da nicht ein Auslöser. Es waren ganz viele Auslöser, die dann zusammengekommen sind. Aber eigentlich war es für mich immer ganz klar, wenn ich mal an meinem Sterbebett liegt, dann ist das Leben, auf das ich schauen möchte, welches Leben möchte ich gelebt haben, das war ein anderes Leben als das, das ich mit 35 in der Bank gelebt habe. Ich habe gewusst, das wird irgendwann ein Ende haben, weil das ist nicht mein Leben, das ist nur gerade ein kleines Auf-Warm-Up-Training. Das heißt, für das, was wirklich kommt. Du hast diesen Schritt, so ich es mir vorstellen kann und wie ich es auch weiß, natürlich nie bereut, nein, aus dem Konzern, aus der Sicherheit wegzugehen in die Selbstständigkeit und es zu machen. Nein. Super. Und das Thema Nachhaltigkeit ist sozusagen aus deiner Vergangenheit heraus, war dir wichtig und deswegen, dass du dein Lokal jetzt rein pflanzlich ausrichtest und biologisch. War das klar oder? Ich hätte es nur so gemacht oder nicht. Also für mich war, ich hatte nie den Wunsch, ein Lokal zu haben, um ein Lokal zu haben. Ich habe viele Freunde jetzt in der Gastronomie, darunter gibt es welche, das sind die totalen Vollblutgastronomen, die lieben es, im Lokal zu stehen. Meine Motivation war eine andere. Meine Motivation war, wann sie das nicht ausgeht mit einem Planeten, dass wir so essen, wie wir heute essen, was essen wir denn dann? Ja? Wie essen wir denn dann? Und wenn es jetzt heißt, was bleibt denn vom Teller über, wenn ich das Schnitzel weggebe? Die Salatgarnitur, davon werde ich nicht satt. Ja? Also das ist, ich glaube, es geht um eine ganz große kulturelle Herausforderung, dass wir wieder lernen, was Essen alles heißt, was Essen alles bedeuten kann, dass wir wieder wach werden, die Fülle zu entdecken und zu sehen, die ganze Zeit da ist. Ja? Wie viele, eine unendliche Vielfalt an verschiedensten Gemüsearten. Das geht in die Millionen hinein. So viele Fleischsorten gibt es nicht, wie es nur Sorten an Melanzani gibt. Ja? Es ist unglaublich grenzenlos, was die Natur uns für Geschenke bereitet. Und es ist höchste Zeit, dass wir die wieder kennenlernen. Und wir kennen die nicht. Wir kennen die einfach nicht. Wir essen im Dezember Paradeiser und Gurken, weil wir glauben, dass das halt gesund ist. Du gibst mir ein gutes Stichwort, ja. Andrea. Ich weiß ja, dass du dich auch sehr dafür einsetzt, gerade, sage ich mal, Kinder in dem Bereich auch zu unterstützen. Du gehst in Schulen und das möchtest du uns ein bisschen was erzählen, was du da machst und auch welche Erfahrungen du in diesen Schulen sammelst? Also wie die Kinder, was ist da an Wissen da? Also was kriegen die eigentlich von ihren Eltern schon mit? Und wie macht ihr das und ja, welche Ergebnisse habt ihr da eigentlich? Also meinen ersten Workshop mit Kindern habe ich gemacht in der Klasse von meinem Sohn. Da war ich noch in der Bank und ich habe da vom Jamie Oliver gelesen von seinem Programm, das hieß Food Revolution. Ja? Mhm. Und er hat gesagt, einen Tag im Jahr möchte er gerne eine Community aufbauen, wo jeder irgendetwas rund um Essen macht. Und wenn es ist, dass man einfach mit Freunden gemeinsam frisch kocht und gemeinsam das Essen zelebriert. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ich möchte gerne an diesem Tag, ich glaube, es war ein 15. oder 20. Juni, habe ich mir gedacht, ich möchte in die Schule von meinem Sohn gehen und fragen, ob ich dort so quasi die gesunde Jause ausrichten darf. Und mein Ziel war, ich habe mir gedacht, ich mache sowas wie ein Obst- und Gemüsequiz. Und spontaner Mensch, der ich so bin, habe ich eigentlich irgendwie noch zwei Tage davor noch nicht genau richtig gewusst, wie ich das anstellen werde. Aber meine Panik ist zunehmend größer geworden. Also meine Angst vor dieser Schulklasse das erste Mal war größer als vor jeder Vorstandssitzung in der Bank, weil Kinder einfach sehr ehrlich sind. Ja? Also Lektion Nummer eins, du kannst Kindern keinen Blödsinn erzählen, weil die spüren dich. Mhm. Ja? Die spüren dich, die sehen dich, die verstehen dich. Du brauchst deinen Mund noch nicht mal aufgemacht zu haben. Die checken alles, ja. Und ja, irgendwo in diesem Wissen, weil ich ja selber zwei Kinder habe, habe ich mir gedacht, ich komme da jetzt nicht mit Katerln zum Ausschneiden und mit irgendwelchen, ich weiß es nicht, konstruierten Sachen, sondern ich gehe in den Supermarkt und ich kaufe
von jedem Ding, das dort ist, ein Stück. Mhm. Eine Karotte, ein Apfel, ein Packerl Erdbeeren, eine Kiwi, eine Ananas, eine Banane, eine Mango, ein, ich weiß es nicht, ein Fenchel, ein Zwiebel, mhm, ein Knoblauch. Und dann habe ich all diese Dinge. Also mittlerweile mache ich es jetzt eben so, dass es ist an diesem Tag geboren worden, die Idee, aber sie hat sich dann immer weiterentwickelt. Und ich mache es dann so, dass jedes Kind sich ein Stück nehmen darf. Und so banal es klingt, ja, es ist dann nicht banal. Jedes Kind erzählt dann A, was ist das? B, wo kommt das her? Wo wächst es? Ja? Und C, wann wächst es dort? Und dann hast du Situationen, im Februar, draußen liegt Schnee und ich habe Heidelbeeren mitgenommen, weil die Heidelbeeren gab es im Supermarkt und ich kaufe wirklich immer von jedem ein Stück ein. Und ich also du nimmst keinerlei Rücksicht darauf, was gerade Saison hat. Du kaufst einfach, um auch die Kinder da ein bisschen ja, zu challengen, würde man vielleicht sagen. Ich glaube, es ist ein Challenge für jeden Erwachsenen, heute im Supermarkt zu wissen, was da saisonal ist. Weil es, du brauchst eine halbe Doktorarbeit, um heute zu wissen, wo kommt mein Essen her. Weil wie ich klein war und einkaufen gegangen bin, ich bin in Chile geboren, ich bin mit Avocados groß geworden, ja, ich bin nach Österreich gekommen mit 8 Jahren, es gab keine Avocados. Wenn es eine Avocado gab, dann war das eine Ausnahme, ja. Und heute in jedem Supermarkt hast du Avocados. Woher soll denn ein Kind wissen, dass die Avocado nicht bei uns wächst? Mhm. Und, ja, stimmt. Und das wissen auch Erwachsene nicht, weil unsere Realität bestimmt sich ja von dem, was wir sehen. Das, was ich sehe, jeden Tag, Tag ein, Tag aus, das ist meine Realität. Und wenn ich in meiner Realität in jeder Jahreszeit Paradeiser sehe, dann glaube ich, dass es gibt die ja wohl jederzeit. Also das, ne, ist auch sozusagen die Erfahrung, die du dann in den Schulen gewonnen hast, dass die Kinder tatsächlich ein Problem haben zu wissen, wann was wächst, abgesehen davon jetzt, wie es wächst und so, was waren das so für dich auch Aha-Erlebnisse, dass du eigentlich gedacht hast, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder also das überrascht mich. Mich hat zum Beispiel dieser Bub überrascht, der im Februar gesagt hat, wo hast du die Heidelbeeren her, es liegt der Schnee. Okay. Ja? Mhm. Und ich würde gar nicht sagen, dass es die Kinder nicht wissen, sondern es wissen auch Erwachsene nicht. Ich glaube, wenn du mich vor 6 Jahren gefragt hättest, wann wachsen Gurken, weiß ich nicht, ob ich es gewusst hätte. Ich hätte vor 6 Jahren auch nicht gewusst, ob überhaupt im Schnee irgendwas geerntet werden kann. Ich hätte wahrscheinlich als Erste gesagt, ja, aber was sollen wir denn essen im Dezember, Januar, Februar? Es wächst ja nichts. Und das stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass nichts wächst. Ja? Wir wissen einfach nur unendlich vieles nicht mehr. Du hast vorhin erzählt von deiner Mama. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die waren selbstverständlich in unserer Eltern- oder Großelterngeneration, die sie aber aufgehört haben zu tun, wie zum Beispiel einen Bohneneintopf zu essen, weil Bohnen war armes Leuteessen. Und die Erdäpfel selber anzusetzen, das haben arme Menschen gemacht. Also hat man irgendwann aufgehört, das zu machen, weil es hat eigentlich dem Bild nicht mehr entsprochen, das man gerne haben wollte von sich. Ich muss jetzt nur damit unsere Zuhörer das auch verstehen. Ich habe mit der Andrea im Vorgespräch darüber geredet, dass ich in Kärnten aufgewachsen bin und bei uns es üblich war, ein halbes Schwein zu kaufen und das dann selbst zu verarbeiten und das mir meine Mutter auch beigebracht hat, eben wie man Kartoffeln erntet, damit wir wieder den Bogen haben zu unserem Gespräch. Und das Wissen ist so kostbar und so wichtig. Und ich glaube, das ist ganz verschüttet. Und natürlich für Menschen, die in der Stadt leben, noch viel mehr als für jemanden, der so wie du das Glück hatte, Dinge noch zu erleben, sie nicht aus dem Buch zu lernen und auch nicht aus einer Werbung oder aus einem Fernsehen zu sehen oder aus einer Doku oder aus dem Internet, sondern du hast das wirklich noch erlebt, dass es war in deinem Leben integriert. Und da müssen wir wieder zurück. Und den Kindern macht es aber Spaß, oder? Den Kindern macht das einen Riesenspaß. Was wir dann immer machen, ist, dass wir dann, nachdem wir gesagt haben, okay, wo ist was her, mache ich dann immer so 3 große Bereiche an einem Tisch, den wir zusammenstellen. Da kommt alles Obst und Gemüse hin, das nicht bei uns wächst und weiter weg herkommt, wie zum Beispiel eine Mango. Also das legen Sie dann selber hin? Genau. Also es gibt dann einen Bereich, das ist dann so quasi für das Tropische. Da bringen Sie dann alle Sachen hin, die eben nie bei uns wachsen, wie eine Ananas oder eine Mango.
Dann gibt es einen anderen Bereich, das sage ich einmal, das ist so Europa. Ja? Da wächst alles, da gibt es schon dann Orangen und Zitronen, ja, weil die wachsen ja schon in Sizilien oder in Spanien. Und dann gibt es einen Bereich, wo wir Österreich haben. Und auf dem Österreich-Tisch, da unterteilen wir nochmal in Jahreszeiten und sagen, okay, beim Österreich-Tisch macht es dann nochmal einen Unterschied, wann genau gibt es denn Erdbeeren in Österreich? Gibt es die denn jetzt im Februar? Aha, nein, die gibt es nur im Juli, August. Ja, spannend. Und das Schöne für mich ist, ich gehe ja zu unterschiedlichen Jahreszeiten an Schulen. Ich koche auch mit den Kindern, beziehungsweise mein Team. Mittlerweile haben wir einen Verein gegründet, der heißt Danach Da, Bildung für Nachhaltigkeit. Und wir kochen mit den Kindern. Und zwar kochen wir immer ausschließlich mit den Zutaten aus dem Österreich-Tisch und aus der Jahreszeit, die wir gerade haben. Ist genau. Verstehe. Und dann kann es auch sein, dass es mal gerade keinen Apfel gibt, weil es gibt nicht das ganze Jahr Äpfel. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, das wusste ich vor 3 Jahren noch nicht. Woher soll ich denn das wissen? Für mich gab es immer Äpfel. Die kommen halt dann 3 Monate lang vielleicht aus Chile oder aus Australien, aber wenn du nicht genau aufs Pickerl schaust, dann weißt du es vielleicht nicht. Möglicherweise. Also die Frage, die sich mir da anschließt, ist, also ihr macht das ja, wenn Schulen euch sozusagen dafür buchen, ja. Glaubst du, dass so etwas notwendig wäre, das verpflichtend auch zu machen im Lehrplan? Ja, auf jeden Fall, weil dadurch, dass wir es eben nicht mehr so leider Gottes intuitiv zu Hause mitbekommen und lernen, ist es ein Kulturgut, ein ganz wichtiges Kulturgut, das verloren geht, das aber letztlich auch ganz viel zu tun hat mit unserer Ernährungssouveränität, mit dem Wissen, wo unser Essen herkommt und was es in meinem Körper macht. Das ist eine so wichtige Entscheidung in unserer globalisierten Welt. Das ist unabdingbar, dass wir darüber aufgeklärt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Frage, die sich mir gleich anschließt, du hast ja ein wunderbares Deli und Café, wo man ja eben, wie eingangs schon erwähnt, rein pflanzlich und biologisch essen kann. Du bist ja auch biozertifiziert. Ja. Und ich stelle mir das ja nicht ganz einfach vor, alles immer bio zu bekommen und auch regional zu beziehen. Also wie habt ihr eure Lieferanten ausgesucht? Also wie macht ihr eigentlich den Einkauf? Also ich muss sagen, es ist heute überhaupt kein Problem mehr, biozertifiziert einzukaufen. Also das war sicher vor 10 Jahren schwierig und vor 5 Jahren hatte ich schon den riesen Vorteil, dass ich eigentlich zurückgreifen konnte auf funktionierende Vertriebskanäle. Das bedeutet, es gibt Händler, die sich wirklich spezialisiert haben auf reine Bioware. Dazu gehört die Firma Biogast, die ein ausschließlich biozertifiziertes Sortiment haben. Also wenn du auf den Webshop der Firma Biogast gehst, dann bekommst du alles, was du willst, alles, ja, biozertifiziert. Das heißt noch nicht unbedingt, dass es dann regional ist. Das heißt, da musst du dann in einem zweiten Schritt dann halt dann auch die Entscheidung treffen und sagen, will ich in meinem Lokal Avocados haben? Und ich liebe Avocados, ich bin, wie gesagt, mit Avocados aufgewachsen, aber ich will nicht jeden Tag Avocados hier in kistenweise besorgen, weil die wachsen bei uns nicht. Punkt. Weil das finde ich, dass du die Avocados ansprichst, ich habe mir das auch in der Vorbereitung noch einmal notiert, weil das ist für mich nämlich ein ganz spannendes Thema, nämlich gerade die Avocado ist auch so sehr das Symbol, sage ich jetzt, für vegane Ernährung. Die schmeckt natürlich gut. Schmeckt ich herrlich. Mag sie auch, ich liebe sie. Sehr, sehr gerne, ja. Aber sie ist nicht ganz unumstritten, was die Produktion betrifft. Es ist ein enormer Wasserbedarf. Die langen, sage ich jetzt einmal, Transportwege, also was den CO2-Ausstoß betrifft, ist das jetzt alles andere als optimal und trotzdem wird sie so als das gesunde Superfood gepriesen, ja. Und du hast es eh schon ein bisschen beantwortet, ihr verwendet sie es, aber ihr verwendet sie... Ich kaufe sie privat, kaufe ich sie ein. Das ist für mich mein Wochenend-Highlight. Ja? Also das ist etwas, das gönne ich mir. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, mein Mann zum Beispiel, er isst Fleisch. Ja? Also ich bin jetzt die Letzte, die sagt, was darfst du und was darfst du nicht. Aber was ich schon wichtig finde, ist, dass man sich überlegt, mit Maß und Ziel, ja, in welcher Dimension, in welcher Menge, wie oft. Und wenn ich das konsumiere, also insbesondere beim Fleisch, wenn jemand in meiner Umgebung ein Fleisch kauft, wo ich in irgendeiner Form einen Einfluss nehmen kann, dann werde ich immer die Frage stellen, hast du dir angeschaut, wo das her ist?
Die Frage muss man sich gefallen lassen. Und in dem Zusammenhang habe ich noch für mich auch immer ein bisschen ein Dilemma. Ja? Bio aus Südamerika oder konventionell aus Österreich? Bio aus Österreich. Ja. Nein, wenn es aber kein Bio gibt, ja, aber wie gehst du damit um? Die Frage stellt sich nicht. Wenn es gerade keine Bio-Gurke aus Österreich gibt, dann kaufe ich keine Gurke. Punkt. Dann kaufe ich was anderes. Es gibt tausend andere Gemüse, Obstgeschichten. Aber würdest du, also sozusagen, ja? Du kaufst es nicht, aber dass nicht. Du jetzt Bio aus von fern her, ist jetzt egal, ob das jetzt... Also es kommt ein bisschen drauf an, was das Produkt ist, ja. Aber zum Beispiel, es gibt gerade bei den Hülsenfrüchten, das ist mir extrem stark aufgefallen, wie ich angefangen habe zu arbeiten, dass sehr viele Hülsenfrüchte und sehr viele Getreidearten aus China kamen. Und das hat mich gestört. Und dann habe ich recherchiert und dann habe ich festgestellt, es gibt total wenig Angebot von, bis zu gar keinem Angebot von Linsen, Hülsenfrüchten aus Österreich. Und ich habe mir gedacht, warum ist das so? Die kommen aus Amerika oder die kommen aus China? Wo sind die österreichischen Produkte? Und das, muss ich sagen, hat sich in den letzten 5 Jahren sehr geändert und da bin ich auch sehr dankbar und da tun auch, also auch wenn, sag ich mal, die kleine Food-Szene über Supermärkte gerne schimpft, aber da machen auch die Supermärkte einen wirklich teilweise einen tollen Job, zurück zum Ursprung, hat großartige österreichische regionale Marken zu leistbaren Preisen auf die Regale gebracht. Also es gibt einfach keinen Grund mehr, warum ich nicht österreichische Linsen, Kichererbsen oder sowas kaufen kann. Und beim Obst und Gemüse, da kann ich mir mal, statt mir zu denken, warum darf ich jetzt keinen Paradeiser essen im Jänner, kann ich mir doch einmal die Frage stellen und schauen und überlegen, was wächst denn jetzt eigentlich oder was gibt's denn jetzt? Ja? Was gibt's denn da alles also und was könnte ich daraus machen? Konsequent saisonal sowieso und auch biologisch regional, sage ich jetzt einmal. Ja, also konsequent, ich muss schon sagen, es gibt Inkonsequenzen, das ist unser Bananenbrot. Es wachsen hier keine Bananen. Ja, und das Bananenbrot ist leider geil. Also deswegen sage ich, alles mit Maß und Ziel, ja. Und es gibt sicher Leute, die reinkommen können und sagen können, sie kritisieren jetzt bei uns, dass wir zum Beispiel sehr wohl Kuhmilch für den Kaffee anbieten, obwohl wir rein pflanzlich sind. Ich habe im ersten Monat nur pflanzliche Milch verwendet und habe dann festgestellt, dass es selbst für Vegetarier schwierig ist, ihren Kaffee zu trinken, wenn sie ihn nicht so trinken können, wie sie ihn gewohnt sind. Und gerade in der Früh, der Mensch ist vielleicht ein Kranzscherben und kann dann seinen Kaffee nicht so haben, wie er will. Da habe ich mir dann die Frage gestellt, ist es dann nicht gescheiter, dass ich da einen Kompromiss mache, weil dadurch insgesamt dann doch mehr Leute zum Frühstück kommen und beim Frühstück aber kein Problem haben, auf Käse und Schinken zu verzichten. Da habe ich dann quasi zum Beispiel das mit der Kuhmilch akzeptiert. Ja, okay. Das war irgendwo ein Learning aus den ersten 2 Monaten, dass ich gemerkt habe, was bringt's, was schadet, und dann muss eh jeder für sich immer eine Entscheidung treffen, zu der er oder sie stehen kann. Es gibt ja auch bei der Kuhmilch biologische. Natürlich, und es gibt gerade bei der Kuhmilch, und ich beschäftige mich jetzt gerade für ein Schulprojekt ganz intensiv mit dem Thema Milch. Ist nicht lustig. Also es ist wirklich, ist eine sehr verrückte Industrie, leider Gottes, wenn man dann wirklich unter die Decke schaut, was da los ist. Aber es gibt Bio-Milch und es gibt vor allem Bio-Heumilch aus einer artgerechten Weidehaltung. Ja. Wir brauchen uns aber nichts vorzumachen. Immer wenn eine Kuh Milch gibt, gab es vorher ein Kalb. Die Kuh ist schwanger, ansonsten gibt sie keine Milch. Und nur von einer schwangeren Kuh gibt es Milch. Und wenn wir die Milch trinken, dann hat dieses Kalb keine Milch. Und dieses Kalb wird zu Kalbfleisch verarbeitet. Also das ist einfach, das muss man ganz offen und ehrlich auch so verstehen und sagen, Milchproduktion, egal ob Schaf, Ziege oder Kuh, bedeutet, es sterben Tiere. Punkt. Ja. Das ist richtig. Aber trotzdem noch eine Frage dazu, und zwar
tierisch oder pflanzlich? Nämlich genau in Bezug auf die Milch. Es ist ja total in Hafermilch, Mandelmilch, was auch immer zu konsumieren. Und jetzt zum Beispiel Mandelmilch, ja, wird ja meistens mit Mandeln, sage ich jetzt, aus Kalifornien hergestellt, die auch wiederum sehr viel Wasser brauchen. Wie siehst du das? Würdest, abgesehen davon, dass es dann auch noch einen Transport gibt, was siehst du da aus Nachhaltigkeitsaspekten? Wie würdest du argumentieren? Mandelmilch oder biologische Kuhmilch aus der Region? Also ich würde immer für eine pflanzliche Milch plädieren, auf jeden Fall. Weil Kuhmilch, also wenn ich eine Entscheidung habe zwischen den beiden, dann ist Kuhmilch einfach mit unglaublichem Leid verbunden. Das ist so. Wegen dem Tier, du beziehst also das jetzt auf das Tierleid, weniger auf das, jetzt. Das Tierleid ist enorm. Die CO2-Belastung der Tierproduktion. Aus der CO2-Belastung wirst du wahrscheinlich am besten fahren, und da kannst du dann auch wieder sagen, okay, da ist ein Unterschied zwischen der Mandelmilch mit einem amerikanischen Mandeln versus, ich kann ja auch eine österreichische Sojamilch mit Sojabohnen aus dem Wiener Becken trinken, und das ist wunderbar. Ne? Also Mandeln weiß ich gar nicht, ob bei uns auch angebaut werden. Aber du kannst Haferflocken aus Österreich nehmen und eine österreichische Hafermilch trinken. Also was im Moment sehr, der größte Trend ist im Moment die Hafermilch. Und Hafer wächst bei uns, ist heimisch, ist biologisch erhältlich. Also aus der Nachhaltigkeitsüberlegung ist innerhalb der pflanzlichen Sorten wahrscheinlich die Hafer- und die Sojamilch das Nachhaltigste. Ich glaube, die Hafermilch, weil sie aus Österreich... Also Soja gibt es auch aus Österreich. Gibt es auch, aber glaube ich nicht in dem Ausmaß. Hafer ist mehr vorhanden. Ich habe es gerade kürzlich gelesen, dass es vom Fußabdruck her, vom ökologischen wahrscheinlich am besten aber, ist. Ja. Aber Soja... Gibt es mittlerweile auch das Donau-Soja-Projekt. Also gerade zum Thema Soja ist sehr, sehr viel passiert. Also die österreichischen Sojaprodukte sind absolut einwandfrei. Sehr gut. Gütesiegel ist ja auch so ein Thema, ja. Nein, es geht ja für mich auch immer ein bisschen darum, wie kann ich mich als Konsument orientieren. Genau. Klar, Bio ist das eine. Ich sehe, woher die Dinge kommen, und auch Gütesiegel sind mehr oder weniger aussagekräftig. Ja. Und da ist meine Frage an dich, weil du dich doch intensiv damit beschäftigst. Vertraust du auf Gütesiegel, oder was wäre da dein Rat oder deine Empfehlung? Also das Bio-Siegel ist aus meiner Sicht vertrauenswürdig im regionalen Kontext. Ich bin auch bei den Kritikern, die sagen, naja, was heißen die Bio-Richtlinien in China? Ja. Aber selbst da gibt es, soviel ich weiß, auch Grenzwerte, die eben überprüft werden bei der Importkontrolle. Also in jedem Fall kann man sagen, Bio ist vertrauenswürdig und ja, eine sinnvolle Investition in den eigenen Körper. Weil was heißt Bio? Es ist auch eine Frage, die ich oft in Klassen oder in Schulen stelle. Aber auch viele Erwachsene wissen eigentlich nicht, was heißt denn überhaupt Bio? Und das muss man sich schon einmal vor Augen halten. Biologischer Anbau bedeutet ein Anbau, ein landwirtschaftlicher Anbau, der ohne Gifte auskommt. Der ohne Gifte auskommt, die dazu dienen, Ungeziefer abzuwehren, das nämlich nicht an die Pflanzen geht, weil das Ungeziefer so klug ist und gescheit ist, einen großen Bogen drum zu machen, um etwas, das ihm schadet. Und wir essen das dann. Ja? Etwas, wo die Natur von sich aus sagt, puh, danke, lieber nicht. Oder aber im schlimmeren Fall dran vergiftet und stirbt. Ja? Und das zweite Problem, das in der konventionellen Landwirtschaft passiert, sind die Düngemittel. Und die Düngemittel führen einfach dazu, dass unser Wasser vergiftet wird. Also auch wieder eine Substanz, die für uns unabdingbar ist, die wir brauchen als Menschen, um zu überleben, auf die wir eigentlich ein Grundrecht haben sollten. Sauberes Wasser, saubere Luft und giftfreie Ernährung. Und das ist das, was für mich Bio bedeutet. Und alles, was über Bio hinausgeht, muss man sich anschauen, weil da gibt es eine unglaubliche breite Menge an verschiedensten Siegeln und Vereinen und Stempeln,
Da können wir 10 Stunden reden. Und da gibt's Dinge, die erscheinen mir vertrauenswürdiger und Dinge, die scheinen mir nicht vertrauenswürdig. Aber man muss dann wirklich das Kleingedruckte lesen. Ja. Aber über das Bio-Siegel, und wenn ich Bio-Siegel sage, dann heißt das wirklich, am besten orientiert man sich, auf der Packung müsste es so dieses grüne Blatt drauf sein. Das ist das EU-Bio-Siegel, und dann kann man sich sicher sein, dass das wirklich ein biozertifiziertes Produkt ist. Sehr schön. Aber Nachhaltigkeit geht ja ein bisschen sozusagen auch in deinem Lokal, und du hast ja auch ein Catering, noch ein Stück weiter. Es geht ja ganz viel auch um Verpackung und um, wie geht man sozusagen in anderen Bereichen Energie oder ja Mülltrennung etc. mit diesem Thema der Nachhaltigkeit um. Habt ihr euch da auch im Lokal und beim Catering so Regeln auferlegt? Ja, also das war irgendwie für mich klar, schon vor, wie ich eröffnet habe, dass ich kein Plastik haben will. Und ich habe dann recherchiert, was es gibt. Und dann siehst du halt, ja, das ist teurer. Und ich glaube, das ist halt, der Punkt ist halt die Urmotivation. Es gibt einige Gastronomen, so wie mich, die haben begonnen, weil sie ein nachhaltiges Konzept machen wollten. Und da ist es fast leichter, weil du gehst halt rein mit den Augen von, okay, was kostet das, weil ich will es so haben und nicht anders, versus Gastronomen, die heute umstellen und für die das halt plötzlich ein höherer Kostenaufwand ist. Weil natürlich kostet die Kartonbox, die nachhaltig produziert ist, mehr als die aus Plastik. Ja, das ist so. Ja. Aber es wäre für mich anders nicht in Frage gekommen. Ich wollte ja, wie gesagt, eher etwas machen, wo ich einen Beitrag leiste, und jetzt nicht, mein primäres Ziel war nicht, ich werde jetzt Gastronomin, weil Gastronom sein so lustig ist. Du sprichst aber jetzt was Interessantes an, was du ja auch machst. Du berätst ja auch andere Gastronomen, wie sie sozusagen nachhaltig wirtschaften können, wie sie ihre Küche umstellen können etc. Genau. Was sind da deine Erfahrungen? Also ist einerseits die Nachfrage groß, und was sind so die Probleme, mit denen du da konfrontiert bist, wenn du andere Gastronomen berätst? Also es ist sicher ich würde sagen, die Zeit ist reif, weil also es gibt mehr Nachfrage als ich habe jetzt noch nie einen Kunden suchen müssen, sondern es ist eigentlich bis jetzt immer so gewesen, dass ich von einem zum nächsten wandern durfte, der das machen wollte und sich mit mir austauschen wollte, wie er das kann, wie er denn die ersten Schritte machen kann oder was ist denn möglich. Und gerade gestern war ich bei der WU-Mensa. Und das war zum Beispiel eine spannende Erfahrung, die vielleicht auch zeigt, was denkbar ist. Wir sind vor 2 oder 3 Monaten zusammengesessen, der Vertreter von der Eurest und ich. Und ja, die Grundaussage war zuerst einmal, Bio würde man schon gern machen. Die Stadt Wien wünscht sich das konkret, weil die an der WU-Mensa regelmäßig Veranstaltungen machen und dort auch immer gerne ein Bio-Catering haben wollen und möglichst vegetarisch oder rein pflanzlich. Und da wollten sie sich halt, nachdem sie mehrere solche Veranstaltungen hatten, einmal schlau machen, was würde denn das bedeuten, wenn wir uns biozertifizieren lassen. Und wir haben dann im Gespräch dann eben herausgefunden, okay, die Mensa im Konkreten arbeitet zum Beispiel so, dass sie im Kantinenbetrieb 6 Stationen hat. Ja, in der einen Station gibt's Pizza, in der anderen Station gibt's Nudelgerichte, in der dritten gibt's ein Fleischgericht, in der vierten gibt's ein Fischgericht. Und ich habe dann gesagt, mir ist total klar, Fisch und Fleisch ist viel zu teuer im Bio, wird sich im Kantinenpreis nie ausgehen. Aber wie wäre es, wenn ihr eine Station macht, wo diese Station Bio ist? Weil ich bin sicher, dass es auch auf der WU mittlerweile mehr und mehr Studenten gibt, denen das wichtig ist, was sie essen, in welcher Qualität es ist. Und man darf auch den Konsumenten da jetzt auch nicht die Verantwortung wegnehmen, zu sagen, es ist ja meine Entscheidung, was ich esse und zu was ich greife. Und mit nächster Woche, Montag, wird die erste bio-, rein vegetarisch-vegane Station in der WU-Mensa eröffnet. Ja, das ist super. Und das ist dann erstaunlich schnell gegangen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass in der Beratung, und da hilft mir sicher meine Bankexpertise, ich bin es gewohnt, mich mit Unternehmen zusammenzusetzen und zu überlegen, wie wäre es denn möglich,
wenn es um Finanzierungsfragen geht. Und hier geht es dann halt oft darum zu sagen, okay, der Kontext ist jetzt so, wie er ist, aber wie können wir in dem Rahmen, den wir haben, trotzdem etwas Sinnvolles anbieten? Es hat jetzt keiner erwartet, dass die WU-Mensa von heute auf morgen 100% Bio macht, aber sie gehen einen ganz tollen, wichtigen ersten Schritt, wo jetzt auch einmal der Konsument als nächstes die Antwort gibt auf diese, ob er das auf das will Angebot und will bereit ich das? Ist, dafür genau. zu zahlen. Ja. Und jetzt starten sie mit x Stück und jetzt werden wir schauen, wie sich die rein an der reinen Stückanzahl wirst du es dann schon sehen, nicht? Wie nehmen die Menschen das an? Und ein sehr schönes Beispiel, wie wir begonnen haben mit dem Projekt, das ist ein Projekt, das die MA22, die das Magistrat für Umwelt der Stadt Wien ins Leben gerufen hat oder sich gewünscht hat, wo ich sie begleiten durfte. Und einer der Pilotbetriebe war die Luftburg in Wien. Und bei der Luftburg, wenn die machen Hauptumsatzträger. Ist im Prater. Hauptumsatzträger die Stelze, ja, vom Schwein. Keiner hat damit gerechnet, dass man hier über Obst und Gemüse im Bio hinaus nur nachdenken wird wollen. Aber durch den ganzen Prozess der Biozertifizierung, durch den Prozess des Hinterfragens, wo kommt denn eigentlich das Fleisch genau her, das ich da beim Metro bestelle, war einfach für die Elisabeth Kollerig als Gründerin und Eigentümerin der Luftburg ganz klar, sie will da weitergehen. Und sie ist lästig gewesen bei ihren Lieferanten und hat gesagt, sie will Bioware haben. Und die Antwort war immer wieder, Frau Kollerig, wie stellen Sie sich das vor? Das gibt's nicht, das geht nicht. Und sie hat gesagt, ich will das aber. Und wenn Sie das nicht können, dann werde ich wen finden, der das kann. Und siehe da, es war möglich. Und die Luftburg ist heute 100% biozertifiziert. Was auch toll ist, weil es ist jetzt ja nicht das klassische sozusagen Lokal, wo man rein pflanzlich ist, weil da geht man hin, wenn man eine Stelze essen will, ja, und dass es auch dort möglich ist, finde ich ein schönes Beispiel. Sie gehört, also die Frau Kollerig mit ihrer Luftburg, genauso wie ihr ja zu den Bio-Wirtinnen, gell? Ja, und auch zu dem, eben, wir haben jetzt diese Auszeichnung ins Leben gerufen, wobei es ist eigentlich ein Entwicklungsprogramm mit einer Abschlussauszeichnung, natürlich gut essen, wo eben die Stadt Wien Gastronomiebetriebe fördert, also die Gastronomiebetriebe bekommen die Biozertifizierung und die Beratung bezahlt oder gestützt, und damit lässt sich der Weg dann natürlich auch leichter gehen, weil dann Ängste wegfallen, wo man sich denkt, mein Gott, na, das fange ich jetzt nicht an, Biozertifizierung, das ist ja so kompliziert, und dann kommst du nachher drauf, es ist gar nicht kompliziert. Das wäre nämlich meine Frage, was das sozusagen für einen Gastronomen auch bedeutet, biozertifiziert zu sein, ist das eine, aber wie ist der Weg dorthin und was kostet das vor allem auch? Also es ist eigentlich nicht kompliziert, aber ich komme aus einer Bank mit sehr vielen komplexen Prozessen, also es ist alles relativ. Ich fand es dann zum Schluss nicht kompliziert, aber ich weiß, dass mein erstes Gefühl vor der Zertifizierung auch eine gewisse Aufregung war, und ich kann das schon nachvollziehen, dass jetzt niemand freiwillig sich zusätzliche, sage ich mal, Aufgaben aufhalsen möchte, wenn sie nicht notwendig sind. Also ich kann jetzt jedem, dem Gastronomen, der hier zuhört, nur sagen, es ist nicht kompliziert. Ich habe in der Art und Weise, wie ich biozertifiziere, viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, grundsätzlich gibt's bei mir alles Obst und Gemüse in Bio. Oder ich kann sagen, bei mir ist alles konventionell außer das Rindfleisch. Das bleibt komplett mir, ist meine Entscheidung, wie ich das gestalte. Das wirklich Wichtige für die Biozertifizierung ist, ich muss es richtig auf der Speisekarte ausweisen. Das Wichtigste ist, dass der Konsument absolute Klarheit darüber haben sollte, was ist jetzt Bio und was ist nicht Bio. Und natürlich tut sich ein 100% Bio-Betrieb da wesentlich leichter als einer, der dann anfangen muss zu trennen und zu sagen, das ist jetzt Bio, das ist nicht Bio. Dafür gibt's dann die Beratung. Und das, was ich empfehle in der Beratung, ist, dass man sich in bestimmten Warengruppen schon dann entscheidet für das Markt. Ich kaufe jetzt entweder die Erdäpfel Bio oder nicht Bio. Weil wenn ich anfangen muss, ein Lager
für meine Bioware zu haben und ein Lager für meine Nicht-Bioware. Und dann hast du teilweise verarbeitete Erdäpfel, weil welche geschält wurden, aber noch nicht zu Ende verarbeitet. Und dann musst du die woanders lagern und dann hat irgendwer die Beschriftung durcheinander gebracht. Das sind dann die Punkte, wo es dann mühsam und kompliziert wird. Aber wenn du in deiner Organisation deines Einkaufes von vornherein sagst, okay, ich orientiere mich einmal daran, dass ich sage, grundsätzlich ist bei mir alles Getreide bio und alles das und das und das ziehe ich durch, da tut man sich dann eigentlich mit einer Kontrolle dann auch leicht. Da tut sich der Kontrolleur leicht, da tut man sich im Einkauf leicht, wenn man sich einfach auskennt, das ist eindeutig. Und für den Gast ist wahrscheinlich auch einfacher, weil du verstehst es ja dann nicht, wenn einmal Kartoffeln bio, aber das andere Mal sind es nicht bio, das ist schwer nachzuvollziehen. Ganz genau, ja. Ein Thema, was auch bei der Nachhaltigkeit, finde ich, ein ganz wesentliches Thema ist, in Österreich wird ja ein Drittel aller Lebensmittel werden ja weggeworfen, teilweise, weil sie gar nicht in den Handel kommen und auch natürlich in der Gastronomie, in privaten Haushalten. Und ich denke mir, bei euch beim Catering wird ja auch oft was übrig bleiben. Wie geht es ja damit um? Also es beginnt schon einmal bei der Bestellung, dass ich den Kunden wirklich frage, darf das auch ausgehen? Ja. Wenn ich ein Buffet mache und ich erwarte, dass auch nachdem alle aufgegessen haben, noch immer der Tisch sich biegt, ja, dann wird's ohne Abfall wohl nicht gehen. Ja, aber wir im Vergleich jetzt auch zu anderen Catern, die einfach drauf schauen, Menge, 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 haben aber auch das Glück, dass unsere Kunden eher so ticken wie wir und wir reden mit den Kunden absolut da auch Klartext und sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht für, keine Ahnung, 40 Gäste, 40 Portionen von allem, weil es könnte einer alles essen wollen, sondern wir riskieren halt dann, dass auch eine Lasagne ausgeht, aber es gibt noch genug vom Curry. Ja. Und das, dazu muss man stehen. Und wenn man das tut, dann hast du auch keinen Abfall. Also ihr schaut bewusst, dass ihr nicht da einfach zu viel auch vorbereitet und produziert. Ja. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten arbeiten wir jetzt auch mit Vereinen zusammen, die das Essen auch abholen. Also wenn es wirklich nach einem großen Catering dann wirklich was überbleibt, dann so gut es geht, wird das dann an Vereine abgegeben, die das übernehmen dürfen. Das ist aus Hygienerichtlinien oft gar nicht so einfach. Was sind das für Vereine? Also karitative Einrichtungen? Genau, karitative Einrichtungen, die das Essen übernehmen und es dann verschenken. Ja, wo das so, du kannst es der Gruft spenden zum Beispiel. Aber es ist oft, wenn du musst das eigentlich im Vorfeld schon planen. Wenn du das sehr kurzfristig, wenn du sagst, um 11 am Abend ist dir so und so viel vom Buffet übergeblieben und du hast das nicht vorher geplant, dass das wer abholt, wird um 11 am Abend keiner mehr dann vom Bett aufstehen und zu dir fahren. Ja, ist klar, das ist die kalten Burger zu holen. Ja. Logistisch auch schwierig. Genau. Ich würde mit dir gern noch über einen Themenkreis reden, Andrea, der mich interessiert, wie du das einschätzt. Wie glaubst du, geht es kulinarisch weiter? Ich meine, das eine ist das ganze Thema Klimaveränderung, die Problematik des Fleischkonsums. Das eine ist die Massentierhaltung, das andere ist der hohe CO2-Ausstoß, Lieferwege, Sojaflächen, die mehr oder weniger erst entstehen können, wenn Regenwald gerodet wird. Also da gibt es ja ganz viele problematische Felder und die Frage, die sich mir hier stellt, glaubst du, dass das ganze Thema Fleischersatzprodukte, was ja ein großes Thema ist mittlerweile, dass das noch viel größer wird oder dass wir vielleicht auch einmal Würmer essen werden in Zukunft? Also was ist deine Einschätzung, wie sich sozusagen die Ernährung auch in Zukunft verändern wird oder was gleich bleiben wird? Also da würde ich gern den Richard David Brecht zitieren, den habe ich in einem Vortrag, den er vor einer, ich weiß es nicht, das war eine Versammlung von deutschen Fleischern, hatte diesen Vortrag gehalten. Und das war sehr spannend, weil er gesagt hat, diese ganze Branche, ihr werdet verschwinden. Es wird euch nicht mehr geben. Und Deutschland und in Folge auch wahrscheinlich Österreich, hat hier ganz, ganz massiv schon längst die Entwicklung verschlafen. Es ist schon quasi passiert, weil natürlich wird der Fleischersatz in der Produktion deutlich günstiger sein
wenn du auf die Economies of Scale, auf die Anzahl von Burgern kommst, die wir heute in Fleischform essen, wenn du beginnst, die alle pflanzlich zu erzeugen, ja, mit, aus Erbsenprotein, ja, das wird unendlich günstiger sein. Und deswegen wird es allein wirtschaftlich sich für niemanden mehr rechnen, irgendwann diese unhaltbaren und grauenhaften Zustände der Massentierhaltung aufrechtzuerhalten. Aber den Weg werden wir nicht gehen, weil wir ethisch plötzlich aufgewacht sind und erleuchtet sind, sondern es wird sehr banal laufen über den schnöden Mammon. Wie so oft, ja. Aber ja, wenn es uns allen nützt, soll es so sein. Ja. Und wahrscheinlich wird es immer eine Kundschaft geben für Fleisch aus einer hochwertigen, artgerechten Haltung, weil es immer Menschen geben wird, die sagen, ich möchte nicht ein Essen aus der Fabrik, aus der Industrie, sondern ich möchte ein Essen, das tatsächlich Leben hatte, das tatsächlich Sonne, Licht, Gras, Kräuter, all das gesehen hat. Ja. Und das ist heute ein minimaler Prozentsatz der Weltbevölkerung, die sich erlauben kann, so zu leben. Und die wird es in Zukunft sicher auch weiterhin geben. Also was das jetzt für dich und mich oder für uns hier in Österreich heißt, da wird vielleicht die Dynamik nicht ganz so rasch oder dramatisch sein wie woanders auf der Welt. Ja. Aber ich glaube, wenn wir an China denken, wenn China so ist, wie wir heute essen oder wie Amerikaner heute essen, da sind wir vorher einfach als Planet tot. Das geht sich einfach nicht aus. Das geht sich einfach nicht aus, Punkt. Das kann man anders nicht nennen. Also geht sich nicht aus. Wir werden unter Druck kommen, einfach was zu tun müssen. Wir sind schon. Ja, wir sind schon unter Druck, aber ich glaube, er wird noch der ein Druck bisschen... Der Druck ist sehr real und am Ende wird auch hier wahrscheinlich dann der Preis eine wichtige Rolle spielen. Und wenn irgendwann der Moment kommt, wo der österreichische und der europäische Steuerzahler sagt, wir wollen nicht mehr, dass unsere Steuergelder dazu dienen, diese Massentierhaltung de facto zu fördern, was wir nämlich heute tun, dann wird das Fleisch auch sowieso zu teuer sein. Ja, weil das Fleisch ist in Wahrheit teuer, die Rechnung zahlt momentan nur halt wer anderer. Die zahlt immer jemand, aber solange, ja, du hast schon recht, solange das Billigfleisch irgendwie gekauft wird und der rechtliche Rahmen nicht stimmt, wird es geben. Ja, ja. Das ist sicher so. Zum Abschluss, Andrea, möchte ich gern mit dir noch klären, isst du Fleisch? Ich esse so wahrscheinlich, keine Ahnung, zweimal im Jahr mal ein Fleisch. Also für mich ist immer der Moment der Ausschlaggebende. Ich habe den durch meine Arbeit hier, also ich habe die, keine Ahnung, 4 oder 5 Jahre wirklich nur pflanzlich gegessen und dann habe ich durch meine Arbeit im Deli Menschen kennengelernt, wie den Klaus Dutzler oder den Norbert Hackel vom La Bonkerhof. Und die haben halt ihr Leben wirklich gewidmet einer artgerechten Haltung von Tieren und auch einer Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft. Und ich finde das ganz toll, was die machen. Und wenn ich dann in der Situation bin und dort bin, dann ist es für mich irgendwo wie eine Frage von der Würdigung und Respekt ihrer Arbeit, dass ich die Sachen dann koste. Ja? Und dass ich irgendwie, oder ein besonderer Moment ist für mich auch, ich weiß nicht, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich bei der Großmutter eingeladen wäre, meine Großmutter ist schon tot, aber weißt du, wenn ein Mensch sich eine ganz besondere Mühe gegeben hat, für dich was zu tun, dann nehme ich das Geschenk aus einer Haltung an und muss mich heute nicht mehr verbiegen dabei und sagen, aber das mag ich nicht und jenes mag ich nicht und dieses tue ich nicht, sondern dann lasse ich die Dankbarkeit für den Moment durch mich durchströmen und genieße dann auch mit jeder Zelle meines Körpers. Und ja, damit geht es mir dann auch gut. Aber das schließt die wichtigste Frage, also die wichtigste, es ist jetzt die letzte Frage an dich, die ich immer stelle, an. Was ist denn dein Lieblingsgericht, wenn du es dir aussuchen kannst? Ich liebe Risotto.
Ja. Ja, das ist ein Essen. Für mich hat Essen immer mehrere Dimensionen. Das eine ist natürlich, wie schaut's aus und natürlich, wie riecht's und natürlich, wie schmeckt's. Aber es gibt diese weitere Dimension von, wie geht's mir denn nach dem Essen? Und zwar, wie geht's mir aus der Perspektive von, tut's mir gut? Ja, also wie fühle ich mich? Fühle ich mich jetzt müde oder habe ich jetzt Energie? Bin ich jetzt matt? Und dann gibt's noch dieses feine Gefühl von tiefster Zufriedenheit. Und das ist das, was Essen kann. Es kann uns Glück schenken, es kann uns zufrieden machen. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch in Delhi, was uns hier gut gelingt, weil du hörst es dann immer, wenn die Menschen essen, ist das Schönste, wenn jemand so genervt reinkommt, ja, und nach ein paar Minuten hörst du dann so leise Seufzen aus dem Eck, so, weil es gut tut, ja. Und das ist das, was Wunderbare, was Essen für uns tut. Sehr schön. Andrea, ich meine, besser kann man ein Gespräch nicht abschließen. Ich danke dir ganz herzlich für das interessante Gespräch und sehr gerne, danke dir und davon. Viel Erfolg mit diesem wunderschönen Blog. Ich danke und Podcast. Dir auch. Super, danke schön. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.